Hallo ihr Lieben, es wird wieder Zeit für einen Monatsrückblick. Ich muss sagen, dass ich nicht so viel gesehen habe im Juli. Also ich habe sehr lange an einer Serie gehangen und ja, deswegen kam ich nicht so viel dazu, was anderes zu gucken, weil ich ja auch gearbeitet habe in dem Monat sehr viel. Und ja, da blieb einfach nicht so viel Zeit, noch was anderes zu machen, außer diese eine Serie gucken, lesen und arbeiten. Deswegen, ja, ist nicht so viel auf der Liste, aber ein bisschen was möchte ich euch schon erzählen. Und zwar war die Serie, die ich geguckt habe, Golden Girls. Ihr kennt die Serie vielleicht, die ist schon etwas älter aus den 80ern, aber ich liebe sie einfach. Also ich liebe sie nicht so sehr wie die Nanny aus dem letzten Video, was ich euch erzählt habe, weil ich nach der Nanny Lust hatte auf die Golden Girls und dann habe ich das geguckt. Es ist jetzt nicht so sehr in meinem Herzen, weil ich das jetzt nicht so oft geguckt habe und nicht so Teil meiner Kindheit war wie die Nanny. Aber ich liebe es trotzdem. Ich liebe vor allem die Figur der Sophia. Sie ist die älteste von den Golden Girls und ich finde sie einfach großartig. Und ich liebe diese Serie, ich liebe diesen Humor. Und ich habe das diesmal auch zum ersten Mal, glaube ich, auf Englisch geguckt. Und es ist bei weitem auch besser auf Englisch als auf Deutsch. Ich habe danach eine Folge, habe ich irgendwie nicht auf Englisch irgendwie hinbekommen zu gucken. Dann habe ich sie auf Deutsch nachgeguckt und die Synchro kam mir auf einmal total seltsam vor, total seltsam, hat irgendwie überhaupt nicht mehr gepasst. Und ja, wenn man es einmal im Original kennt und das irgendwie besser findet, dann passt die Synchro nicht wirklich. Es ist auf jeden Fall eine Comedy-Serie, geht um so ältere Frauen, also vier ältere Frauen zwischen, weiß ich nicht, Mitte 40 am Anfang, Mitte, Ende 40 und später dann Anfang der 60er und so. Sophie ist, wie gesagt, die Älteste, die ist so 20 Jahre, 25 Jahre älter als die anderen, weil sie die Mutter von einer der anderen ist. Und damit ist sie am Anfang so Anfang 70 und wird dann so Mitte 80, gegen Ende der Staffel vielleicht irgendwie sowas. Und ja, sie leben in Miami und haben trotzdem noch ihre Leben und Dates und so weiter. Die meisten davon sind Witwen mittlerweile oder die eine ist halt geschieden. Und die leben da halt in einer WG zusammen und es ist irgendwie lustig, so eine WG-Situation mal anders zu leben. Dass es halt nicht junge Menschen sind, die sich gerade finden, sondern dass es ältere Menschen sind, die schon ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung sind und jetzt trotzdem zusammenleben und ihre Probleme zusammen bewältigen. Wenn ihr die Serie noch nicht kennt, dann guckt da mal vorbei. Es lohnt sich immer noch, finde ich. Die ist wirklich gut und ich mag sie sehr gerne. Dann habe ich natürlich, wie könnte es auch anders sein, den Anfang der siebten Staffel von Game of Thrones geguckt. Also im Juli ist erschienen, sind die ersten drei Episoden erschienen. Die Staffel ist auch leider kürzer als die anderen Staffeln. Das heißt, sie haben nur vier Episoden, sieben Episoden. Das heißt, wir haben nur noch vier Episoden vor uns, was bedeutet, dass wir auch schon wieder bei der Hälfte ungefähr der Staffel angelangt sind. Was mich wahnsinnig macht, weil es zu wenig ist. Aber so ist das normal. Was ich nicht verstehe, ist, dass sich jetzt alle darüber aufregen, dass es zu schnell geht. Das, was früher halt so in die Länge gezogen wurde und realistisch erzählt wurde, geht jetzt halt sehr, sehr schnell, vor allem was die Zeitsachen angeht, dass irgendwie Reisen, die eigentlich Monate dauern, hier innerhalb von ein paar Augenblicken erzählt werden, was früher halt ein paar Folgen, vielleicht auch Staffeln gedauert hat. Und ja, das liegt daran, dass sie halt jetzt kaum noch Zeit haben, aber die Frage ist, wieso haben sie die Staffel gekürzt, um dann alles viel zu schnell zu erzählen? Also wäre es nicht klüger gewesen, die normale Anzahl von Folgen zu haben, damit es alles nicht so gehetzt wirkt? Also irgendwie finde ich den Sinn da drin nicht. Vielleicht es geht ihr Budget zu Ende, ich weiß es nicht. Aber mich stört das ehrlich gesagt nicht. Ich mag irgendwie jetzt, dass es schneller geht. Ich mag das irgendwie. Ich mag es, dass jetzt Schlag auf Schlag auf Schlag Sachen kommen, die wir alle schon so lange darauf, die wir alle schon so lange gewartet haben und die wir unbedingt sehen wollen. Und deswegen mag ich die Episode. Die erste war okay, ist eine normale Einstiegsepisode. Erste Episode etabliert halt jetzt, was kommt. War in Ordnung. Die zweite Episode hat mich schon ziemlich umgehauen. Viele fanden das nicht so gut, aber ich habe da halt so Sachen gesehen, die ich halt schon lange sehen wollte. So Szenen und so. Da dachte ich, wow, das hat mir gefallen. Das hat mir super gefallen. Es war jetzt nicht optimal, super toll, aber es hat mir super gefallen. Und jetzt die dritte Folge war genauso gut, vielleicht sogar ein Stückchen besser, weil die Dialoge so toll waren, weil diese eine Szene, auf die alle gewartet haben, diese eine Szene, wo halt jemand auf jemand anders getroffen ist, was alle schon sehr lange sehen wollten, die fand ich auch gut erzählt. Also es war realistisch, was sie erzählt haben. Es war
jetzt nicht unbedingt das, sie sind nicht direkt auf den Punkt gekommen, was eigentlich wichtig gewesen wäre, aber es war realistisch, dass sie halt das alles erstmal auf den gleichen Stand bringen mussten und irgendwie darüber debattieren mussten, worüber sie debattiert haben, auch wenn das eigentlich keinen Sinn ergibt im Großen und Ganzen, aber es ist einfach realistisch und ich mochte die Gags, die da drin waren. Es war super und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich die vierte schon gelaufen, vielleicht sogar die fünfte. Ich weiß jetzt gerade noch gar nicht. Aber ich habe die jetzt noch nicht gesehen, weil ich sie ja vorproduziere, dieses Video. Und ich bin so gespannt drauf. Ich freue mich normalerweise nicht auf einen Montag, aber diesmal schon, weil da die neueste Folge von Game of Thrones da ist und ich sie dann gucken kann. Deswegen, ja. Bald ist wieder Montag. Ich freue mich auf die nächste Episode. Dann habe ich ein paar Dokus auf YouTube mal wieder geguckt. Irgendwie war ich in den letzten Monaten in Doku-Stimmung. Zum einen war das eine YouTube-Doku und zwar hieß sie, wie Kinder sich als Werbefläche verkaufen. Und ich weiß gar nicht, auf welcher, von wem die Doku war. Von irgendeinem deutschen Sender. Ich weiß gar nicht. Aber da stand auf jeden Fall irgendwie im Titel Bibi und Dagi und so. Und dann habe ich diese Doku geguckt und dann ging es nur um englischsprachige YouTuber und dann dachte ich mir, sind die Leute irgendwie, haben die mit Bibi und Dagi, also dieser YouTube-Kanal mit Bibi und Dagi irgendwie Leute angelockt? Oder hieß die Doku wirklich so und es passt irgendwie gar nicht, weil Bibi und Dagi in dieser YouTube-Doku überhaupt nicht vorkommen, in dieser Doku gar nicht vorkommen, sondern nur englischsprachige YouTuber. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Es war jetzt nichts Neues für mich. Ich wusste das eigentlich alles schon, wie YouTuber halt teilweise ihre Zuschauer manipulieren können oder wie sie halt auch ehrlicherweise sagen, dass zum Beispiel Affiliate Links sind und dass sie halt auch Geld quasi mit YouTube machen und das transparent machen und das ja auch nichts Schlimmes ist, aber wie das auch schnell darin abgleiten kann, dass große YouTuber ihren Zuschauern weismachen müssen, dass sie jetzt dieses Produkt unbedingt kaufen müssen, weil es ihr Leben verändert. Dabei ist das das blödeste Produkt der Welt oder einfach ein normales Produkt, aber ihr halt oder ihm, dem YouTuber, sehr viel Geld einbringt. Und das ist dann schon, ja, Ausnutzung ihrer Machtposition. Und das hat die Doku eigentlich ganz gut gezeigt. Es war nicht ganz in die Tiefe gegangen, aber es war für Leute, die halt Laien in der Sache sind, gut dargestellt, dass sie es auch kapiert haben. Also ich verlinke euch das alles in der Infobox, falls ihr das auch mal gucken wollt. Kann ich ganz gut empfehlen, dauert jetzt auch nicht allzu lange. Dann habe ich noch einen Haufen anderer Dokus geguckt. Vor allem bin ich dann auf Gefängnisdokus gestoßen. Also ich liebe Gefängnisdokus. Ich weiß nicht wieso. Ich liebe Dinosaurier-Dokus und Gefängnisdokus. Keine Ahnung wieso. Ich finde das faszinierend. Ich finde Dinosaurier faszinierend. Das kommt ja von Jurassic Park. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich nach Jurassic Park, nachdem ich das als Kind gesehen habe, total fasziniert von Dinos war und jede Doku geguckt habe, die es gab. Und als ich älter geworden bin, fand ich Gefängnisse interessant. Ich weiß nicht wieso, vor allem die amerikanischen Gefängnisse, die sind teilweise echt nicht so menschenfreundlich, aber sie sind total interessant, was da drin passiert. Ist eigentlich total dämlich, weil sie die Leute ja nicht verbessern, ihnen nicht helfen, ihre Fehler einzugestehen, sondern sie einfach nur total hart bestrafen, was man vielleicht auch will, weil sie es verdient haben, aber was die nicht weiterbringt, weil wenn diese Leute ihre Strafe abgesessen haben und rauskommen, nur noch schlimmer werden, nur noch härter werden, weil es in diesem Gefängnis so hart war und sie es einfach nicht anders kennen. Deswegen, ich finde diese ganze Mentale dahinter irgendwie interessant, was die Leute sich dabei denken, das so zu machen und ob sie sich klar sind, dass das irgendwie keinen Sinn ergibt, wie sie die Leute bestrafen in Amerika und dass diese ganzen Gefängnisse teilweise echt nicht menschenfreundlich sind und echt menschenverachtend, wenn man denkt, dass es eine zwei, drei Mann-Zellen gibt, die wirklich sehr, sehr winzig sind und dass da auch noch ein Klo mit eingebaut ist. Das heißt, wenn einer aufs Klo geht, die beiden anderen automatisch dabei zugucken und das ist echt, boah, das will ich mir gar nicht vorstellen, unter solchen Bedingungen zu leben. Das ist echt nicht so schön. Und deswegen finde ich das irgendwie interessant. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht kennt ihr das. Habt ihr sowas auch, was ihr total interessant findet, aber niemals das in echt irgendwie erfahren wollt? Also, das würde mich interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und als letztes habe ich noch das neueste Pen and Paper von den Rocket Beans hier stehen. Und zwar ist das Jailhouse Boogie. Sehr passenderweise spielt das auch im Gefängnis. Es waren diesmal nur drei der vier Spieler dabei und die haben halt so Gangmitglieder gespielt, die halt ins Gefängnis gekommen sind und die mussten dann einen Weg finden,
dort auszubrechen. Es war jetzt nur der erste Teil, das geht noch weiter. Also ich weiß noch nicht, ob sie wirklich ausgebrochen sind oder es dann doch letztendlich nicht schaffen. Das kommt jetzt erst im August. Und darauf freue ich mich auch, weil es ganz cool war. Also sie haben ihre Charaktere schon wieder, wie fast meistens, sehr interessant gewählt. Also es ist jetzt nicht mehr so wie am Anfang, dass sie nur noch Sachen nehmen, die sie weiterbringen und die sie super toll finden, sondern sie konstruieren ihre Charaktere teilweise vielleicht nicht realistisch, aber so, dass sie halt unterhaltsam sind und auch wenn das sie letztendlich jetzt nicht weiterbringt, weil sie solche großen Laster haben, die ihnen halt im Weg stehen. Aber es ist halt unterhaltsamer, als wenn sie total super perfekte Charaktere herstellen, die halt alles können, was irgendwie nicht realistisch ist. Und ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben, weil eigentlich sollte ja ein Pen- und Paper-Regelwerk das verbieten, aber war früher so. Jetzt machen sie es besser und jetzt ist es auch interessanter. Und wie sie dann auch so Schauspielern und so tun, als wären sie dieser Charakter und was sie da so sagen und so, finde ich super. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke es euch wie immer in der Infobox. Und ja, das war's. Wie gesagt, es waren zwei Serien, zwei Online-Fernseh-Dinger, also die Dokus und so und etwas anderes noch, das Pen und Paper, was eigentlich ja auch online ist. Der Durchschnittssternanzahl war bei 4,4, also das hat mir alles sehr gut gefallen in diesem Monat. Mein Highlight war natürlich Game of Thrones und wird es auch im August sein, hoffe ich. Außer die machen jetzt was total schief, aber das glaube ich nicht. Und ja, schreibt mir gerne eure Kommentare in die Kommentare. Also was denkt ihr über Game of Thrones, die neueste Staffel? Bitte spoilert nicht oder schreibt halt drüber Spoiler. Und ja, was guckt ihr euch für Dokus an? Was findet ihr faszinierend? Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.